Hallöchen, ihr Lieben. Herzlich willkommen zur dritten Folge von meinem Multikreativ-Podcast. Mein Name ist Stefanie. Ich bin multikreativ. Das heißt, ich mache ganz viele verschiedene Handarbeiten, Basteleien und so weiter. Und das stelle ich euch in diesem Podcast vor. Meine diversen Projekte. Vielen Dank für die Kommentare, die ich bekommen habe und für die vielen Abos. Das ist ja seit der zweiten Folge explodiert. Nein, kann man so nicht sagen. Aber einige, ich bin ganz, ganz geflasht. Ja, super. Ganz toll. Freue ich mich total, dass euch das gefällt, was ich euch hier zeige. Und dann legen wir einfach mal los. Ich muss dazu sagen, es ist eine Dauerwerbesendung, weil ich euch ja Wolle und Stoff und Nadeln und Garn und was auch immer zeige. Also da, wo es angebracht ist, nenne ich halt Marken oder Designer oder sonst was. Daher Dauerwerbesendung. Und legen wir mal los. Ich habe ein bisschen was tatsächlich fertig bekommen oder halb fertig. Wir fangen mal mit dem Stricken an. Ich hatte euch ja meine grüne Strickjacke schon in der ersten Folge gezeigt. Da hat sie Monsterärmel gehabt. Viel zu lange, große, zu lange Ärmel. War nicht alltagstauglich. In der zweiten Folge habe ich euch dann gezeigt, dass ich die Ärmel abgetrennt hatte. Und jetzt kann ich euch zeigen, ist der erste Ärmel schon dran. Beim ersten Versuch, diesen Ärmel neu zu stricken, hatte ich schon so 60 Reihen, 50 oder 60 Reihen und merkte dann, nee, das wird schon wieder viel zu groß. Ich hatte viel zu viele Maschen aufgenommen. Der wäre zwar von der Länge, hätte ich es hingekriegt, aber die bauschten sich hier oben schon wieder. Komplett geribbelt. Noch ein zweiter Versuch, weniger Maschen aufgenommen. Da habe ich so nach 40 Maschen, 40 Reihen etwa gemerkt, Mist, jetzt wird es zu eng. Hab dann ein Teil wieder aufgetrennt. Nicht ganz, weil die Maschenanzahl, die ich aufgenommen habe, bestimmte ja. Hab also bis so zur 12. Reihe aufgeribbelt und hab dann neu gestrickt und jetzt hat es hingehauen. Die sind, ich kann das mal kurz drüber ziehen, die sind jetzt relativ eng, die Ärmel. Aber da ich sie ja alltagstauglich haben möchte, ist das so völlig in Ordnung. Und auch, dass das Bündchen hier vorne so ein bisschen raussteht, das ist für mich völlig okay. Ich denke, das wird sich eh nach dem Waschen geben. Aber da ich sehr gerne die Ärmel hochschiebe, ist das auch gut, dass das auf gar keinen Fall zu eng ist, das Bündchen. So, jetzt fehlt nur noch der zweite Ärmel. Aber da muss ich ja nicht mehr hin und her versuchen, sondern da weiß ich ja jetzt, ich habe mir natürlich notiert, wie viel Maschen ich aufnehmen muss und wann ich wie abnehmen muss, damit der zweite Ärmel genauso wird. Ich freue mich auf jeden Fall, die Strickjacke wird auf diese Weise alltagstauglich. Alltagstauglich ist für mich sehr, sehr, sehr wichtig, weil sonst würde ich die Jacke nicht anziehen. Also so Schnickschnack ist nicht meins und das ist so. Das ist die Jacke, ich freue mich wahnsinnig. So, dann ist ein paar Socken fertig geworden und ich habe sie diesmal auf dem Sockenbrett. Guckt mal, ist das nicht schön? Das zeige ich euch mal näher. Das ist mit Hundehaaren dran, aber mit Hundehaaren ist bei uns Standard. Das ist aus Opalwolle und zwar von dem letzten, von dem Mai-Abo. Hier seht ihr nochmal schön diese. Muster, sehr schön, ne? Das ist das Muster, also wie gesagt, Wolle ist von Opal aus dem letzten Abo. Finde die mega schön. Das Muster nennt sich Frischer Kaffee.
von Fräulein Wolga gibt es kostenlos auf Ravelry. Was für ein Wort. Wer hat sich das ausgedacht? Ja, lässt sich super toll stricken. Ist mit rechten und linken Maschen und ein bisschen Kaffeeböhnchen. Ich liebe ja Kaffeeböhnchen. Einfach zu stricken. Ja, Zunahmeferse und Bändchenspitze. So, und ihr seht hier, die Socken sind nicht gleich geworden. Hatte ich ja im letzten Podcast schon angekündigt. Was ich sehr lustig finde, ist, dass die Fersen, es hat ja quasi gepasst, ne? Sie sind ja nicht gemustert, die Fersen. Also, es ist jede Farbe, jede Ferse in einer Farbe quasi. Finde ich sehr lustig. Also meinem Sohn gefallen die Socken sehr gut. Der freut sich drauf, dass er die jetzt dann kriegt. Das waren, wie gesagt, seine Musiksocken, weil ich die immer dann gestrickt habe, wenn er Geige oder Klavier geübt hat. So war das so zur gegenseitigen Motivation. Und so sind die auch flott fertig geworden, weil er hat viel geübt. War fleißig. Das sind die Socken. Wunderschön. Dann habe ich jetzt auch, letztes Mal habe ich euch den schon gezeigt. Da war aber, hatte ich aber kein Sockenbrett. Jetzt auf dem Sockenbrett, das ist der Wellenreiter. Was für ein schönes Muster, guck mal da. Oh, herrlich, oder? Auf das Muster hat mich ja die Annette von The Nerd Knits gebracht, die den auch gestrickt hat. Und ja, also wunderschön. Der zweite Socken ist angeschlagen. Da bin ich ungefähr so bei der Hälfte vom Schaft. Brauche ich euch ja jetzt nicht zeigen. Das ist ebenfalls Wolle aus dem letzten Opal-Abo. Bin jetzt schon gespannt. Jetzt Ende des Monats kommt ja das neue Opal-Abo. Ich habe da noch nichts von gesehen und ich werde mir da auch keine Unboxing-Videos vorher angucken. Bei dem Mai-Abo, das war ja mein erstes, da hatte ich mir Unboxing-Videos angeguckt. Da wusste ich dann natürlich, was kommt, habe mir auch drauf gefreut. Aber diesmal mache ich selber ein Unboxing-Video. So, könnt ihr sehen. Ja, Wellenreiter, wunderschöne Socken. Also ich finde auch, dass die Farbe von der Wolle mit diesem Blaugrün, das passt herrlich. Und das sind meine, die behalte ich für mich selber. An den anderen beiden Socken ist nichts weitergegangen. Aber die Mini-Söckchen für diesen Kinder-Adventskalender sind fertig geworden. Das habe ich ja nicht für mich, sondern für eine Bekannte. Und der habe ich 12 Söckchen zugesagt. Die sind fertig. Zeige ich euch nochmal. Ich zeige mal so die ersten. Das war so eins der ersten. Da seht ihr, da ist die Form noch nicht so ganz ausgereift. Das ist auch eins von den ersten. Das ist noch nicht so ganz. Aber dann habe ich die Form gut hingekriegt. So sehen dann die anderen aus. Und so sehen die alle zusammen. Auch das ist einfach, brauche ich euch gar nicht einzeln zeigen. Das ist einfach ein schöner, bunter Packen. Überwiegend selbstgefärbte Wolle, aber teilweise auch gekaufte Wolle. Eins muss ich euch zeigen, das ist so ein Traum geworden. Ich weiß gar nicht mehr, was das für, aber das war gekaufte Wolle. Aber guck mal, ist der schön. Herrlich. Mit diesem Farbverlauf drin, wunderschön. Das sind die, die kann ich jetzt in den nächsten Tagen wegschicken. Aber da kommen noch ein paar Babysöckchen zum Anziehen dazu. Und ich hatte schon die ersten gestrickt, das erste Paar. Aber ich glaube, das werden eher Puppensocken. Die werde ich aber mitschicken, weil da sind mehrere kleine Mädchen in dem Haus. Da wird es Puppen geben, ganz sicher. Vielleicht passen sie dem Baby aber auch noch. Ich weiß es nicht. Und zwar habe ich Spiralsöckchen gestrickt. 2 Stück, weil Spiralsocken sind für Babys ja praktisch, weil die einfach länger passen. Und also ich kann sie gut so über 3 Finger ziehen. Also ich denke schon, dass die jetzt für den Anfang noch passen.
Aber die sind halt relativ fest gestrickt mit 2-0er Nadeln und ich habe mich bemüht festzustricken. Das war übrigens ein gekauftes Garn. Und da habe ich jetzt auch wieder einen schönen Rest verstrickt. Und ich habe jetzt aber nochmal mit der gleichen Maschenzahl, aber einfach deutlich lockerer gestrickt. Habe ich noch einen Babysocken gestrickt und da kriege ich locker 4 Finger rein. Und da habe ich auch ein kleines Bündchen, sodass man die also auch umschlagen kann. Und ihr erkennt es vielleicht, das ist die Restwolle von meinen Saint Pooling Socken. Und das sieht total cool aus, wie sich dieses Gelb da drumherum ringelt. Fäden sind noch nicht vernäht, kommt noch. Da muss ich den zweiten noch stricken, aber der wird heute fertig. Also das zeige ich euch dann nicht nochmal, weil wird heute fertig, wird morgen weggeschickt. Das sind meine fertigen Strickprojekte. Jetzt kommt eine Ankündigung. Achtung, Achtung, Ankündigung. Ich war gestern im Kick und habe im Kick, ja, da gibt es keine super hochqualitative Wolle, aber so ab und zu haben die tolle Sachen. Und mir ist da dann doch Wolle in den Korb gehüpft. Ich hatte es nicht geplant, ich wollte keine Wolle kaufen, aber ich konnte nicht widerstehen. Guckt mal da. Blau und schwarz mit weiß. Also blau-schwarz und schwarz-weiß gemustert. Und das Garn, das ist... Ach, ich kann es gar nicht sagen. Das ist irgendwie so wie so eine gedrehte Kordel. Gucke ich mal, dass ich euch das zeige. Seht ihr das? Das ist wie so eine Kordel. Also das ist nicht irgendwie verzwirnt oder sowas, sondern keine Ahnung, wie das gemacht ist, aber faszinierend. Es ist, wie gesagt, vom Kick Handarbeitsgarn Laura und es ist natürlich 100% Polyacryl, reines Plastik. Aber, wie ich ja schon mal gesagt habe, für Schals, Tücher, sogenannte Halssocken, finde ich das eigentlich ganz angenehm. Weil das kratzt nicht, das ist weich, es lässt sich super waschen, es lässt sich gut verarbeiten. Daraus habe ich etwas geplant. Und zwar einen Loop aus gefallenen Maschen. Ich weiß nicht, ob jemand von euch das kennt. Aber es wird ein Tutorial dazu geben. Ich werde da mein erstes Tutorial machen, weil diese gefallenen Maschenloops, ich habe da schon einige von, ich kann euch dann bei dem Tutorial auch einige zeigen. Das ist einfach ein sehr einfaches Projekt, das ist schnell gestrickt, also da hat man locker an einem Wochenende einen Loop fertig. Ist ein schnelles Geschenk. Sieht total klasse aus und diese Wolle ist perfekt dafür. Und das wird ein schöner, breiter Loop. Wie gesagt, Tutorial. Gefallene Maschenloop. Könnt ihr euch schon mal drauf freuen. Werde ich die Tage anstricken und dabei filmen. Das sind die gestrickten Projekte. Das Bild. Ich und mein Freund Lima. Wir waren auf einem Erlebnisbauernhof. Und zwar war das ein Nachmittag, war organisiert von der Firma, für die ich arbeite. Und die machen einmal im Jahr so für die Mitarbeiter so irgendwelche Aktionstage, was heißt Aktionstage? Also es ist einfach ein nettes Beisammensein mit ein bisschen Aktivität und die lassen sich da jedes Jahr was einfallen. Also es gab schon, was ja hier in der Ortenau, also ich wohne nicht in der Ortenau, aber ich arbeite im Ortenau-Kreis, was dort natürlich ja so eine übliche Sache ist, Weinwanderungen, mit Weinproben,
wurden schon gemacht. Oder letztes Jahr war eine Aktion, also da gab es dann mehrere Termine, wo man sich in einem Klettergarten getroffen hat. Da konnte ich leider nicht mitmachen, weil ich an keinem der Termine frei hatte. So, und mit dem Weihnachtsbrief kam die Ankündigung, dass es dieses Jahr eben eine Alpaka-Wanderung geben wird. Und ich habe sofort gesagt, da muss ich dabei sein. Mein Sohn auch sofort, aber da gehst du nicht ohne mich. Er ist tatsächlich auch mit gewesen, denn im Juni oder Juli kam dann die Ankündigung mit den Terminen. Und siehe da, ich hatte an einem Termin tatsächlich frei und bin dann dabei gewesen, und das war ein so schöner Nachmittag. Also das war der Baskadehof in Ottenhöfen. Da gibt es Lamas, Alpakas, Esel, Ponys, Ziegen, Hühner, Hasen, also da gibt es alles Mögliche. Ich habe leider bei der Tierführung nicht mitgemacht, da konnte ich nicht mit dabei sein, weil wir, mein Sohn und ich, relativ früh, also nach dem Spaziergang haben wir noch was getrunken und dann mussten wir heim, weil wir ja mit unseren eigenen Tieren auch noch, mit den Hunden auch noch raus mussten. Aber ich durfte bei diesem Spaziergang ein Lama führen, was ihr ja auf dem Foto gesehen habt. Das war Lima, ein Lama-Wallach. Es war so schön, ich war so glücklich. Also ich glaube, keines der anwesenden Kinder hat mehr Freude gehabt als ich. Ich bekam also das Grinsen eigentlich tagelang nicht mehr aus dem Gesicht. Ich war so, so, so glücklich, wie man ja auf dem Foto auch sieht. Es war einfach nur toll. Also ich habe ja schon 5 Jahre auf einem Reiterhof gearbeitet, und also ich habe mit Ponys und Pferden und Eseln und sowas habe ich alles schon zu tun gehabt, aber Lamas, Alpakas habe ich noch nie Kontakt mit gehabt, und ich bin völlig verliebt in die Viecher. Ganz toll. Was natürlich ganz großartig war, der Besitzer des Hofes hat natürlich auch über die Tiere geredet, und natürlich hat er auch erzählt, dass die Lamas und Alpakas geschoren werden. Und dann konnte ich natürlich nicht anders und musste ein bisschen angeben, dass ich spinne. Meine Kolleginnen wussten das schon, dass ich spinne. Ja, nein, dass ich tatsächlich Wolle spinne und dass ich ja auch gerade Alpaka-Wolle verspinne. Und ob er denn, ich fragte dann natürlich, was er mit seiner geschorenen Wolle macht, ob er da Abnehmer hat und so weiter. Und wir kamen dann relativ schnell ins Geschäft, weil er hatte noch Rohwolle, Alpaka und auch Lama. Und ja, ich habe dann recht günstig dann Wolle bekommen. Und ja, ungewaschen. Ich dachte auch erst, dass ich Alpaka-Wolle waschen muss, aber inzwischen habe ich erfahren, dass man Alpaka-Wolle gar nicht wäscht. Ich habe hier so einen Lichtfleck im Gesicht, ne? Bin erleuchtet. Ja. Ja, also die wäscht man gar nicht, sondern die wird nur verlesen und kadiert und dann gesponnen. Und ich konnte natürlich nicht widerstehen. Ich habe schon angefangen mit der Alpaka-Wolle. Ich habe also gerade so eine Handvoll Alpaka-Wolle, nein, Lama-Wolle von der Lama. Ich habe schwarze Alpaka-Wolle bekommen und braune Lama-Wolle. Und ich habe von der Lama-Wolle gerade so eine Handvoll habe ich verlesen. Also da sind viel von diesen langen Deckhaaren drin und natürlich Stroh und Heu und Dreck und was weiß ich. Und das habe ich verlesen. Und habe diese Handvoll dann auch kadiert. Und ich zeige euch mal das Kadierte. Guckt mal, oh, ist das ein Fluffy, Fluffy, Fluff. Und eine wunderschöne Farbe. Also so ein helles Braun. Ist ein bisschen wärmerer Farbton als die Wolle vom Rufus. Und es ist auch viel feiner. Es ist sehr, sehr flautig, sehr weich. Und also es riecht noch nach Tier. Für Menschen, die ein bisschen empfindlich sind, die würden vielleicht sogar sagen, es stinkt. Aber ich sage, es riecht sehr angenehm nach Lama. Also ich fand sowieso, dass dieses Lama, was ich da geführt habe, also ich habe das gar nicht so empfunden, dass der starken Körpergeruch irgendwie hatte. Aber ich bin da auch nicht empfindlich, muss ich dazu sagen. Also ich finde sogar Hundegeruch ja nicht unangenehm oder Pferdegeruch oder sonst irgendwas. Also es riecht halt nach Tier, ne? Und es wird ja dann nach dem Spinnen gewaschen, aber es ist super, super schön. Und ich habe natürlich auch schon angefangen zu spinnen.
Und klar, es ist kadiert. Von daher wird es beim Spinnen auch nicht 100% gleichmäßig. Und es sind auch noch teilweise Deckhaare drin. Die müsste ich, wo ich sie sehe, mache ich sie raus. Ja, und also ich bin mal gespannt. Ich habe, wie gesagt, 1 Kilo von der Lama-Wolle, 1 Kilo von der Alpaka-Wolle. Drehe ich mal so ein bisschen hier jetzt. So. So, besser, ich habe immer noch einen Lichtblick im Gesicht, aber das geht. Es ist halt, die Sonne scheint. Ja, schönes Wetter. Ja, also ich bin gespannt, wie viel ich am Ende da rauskriege. Und das macht auf jeden Fall sehr viel Spaß. Aber das Handverlesen, das ist schon... Aber gut, man kann, das ist schon viel Arbeit, aber man kann ja dabei was Schönes hören. Man kann einen Podcast hören, man kann ein Hörbuch hören oder was auch immer. Also der Lichtfleck geht mir jetzt selber ein bisschen um den Keks. So wäre er nicht mehr. So, ja. Naja, okay, es ist halt, die Sonne scheint. Dann ist man halt beleuchtet, nicht wahr? Ja, das war die Spinnerei. Machen wir weiter mit dem Genähten. Ich bin ja in einer Online-Nähgruppe. Wir treffen uns immer samstags über Zoom und nähen gemeinsam Sachen. Manchmal nähen wir was gemeinsam, alle zusammen. Oder manchmal näht auch jeder für sich, woran er halt gerade arbeitet. Hauptsächlich Patchwork, aber auch andere Sachen. Und diesmal haben wir einen Rucksack gemeinsam genäht, einen City-Rucksack. Und eine aus unserer Gruppe, die hat dieses Schnittmuster für sich selber erstellt. Also die hat schon ganz viele davon genäht, die Eva. Und hat, hat uns ihr Schnittmuster zur Verfügung gestellt und hat uns an 2 Abenden angeleitet, den zu nähen. Und guckt mal, ich konnte natürlich nicht anders, ich habe Hundestoff genommen. Der hat also so schöne Leder, Kunstlederriemen. Und das Schöne ist, dass man diese Riemen mit einem Reißverschluss zusammen machen kann. Und dann kann man sich das umhängen als Tasche oder man macht es eben auf. Und dann hat man einen Rucksack mit Henkel oben. Sehr schön. Hier hinten eine Geheimtasche. Hier vorne auch 2 Reißverschlusstaschen. Dann kann man das Ganze schön aufmachen. Innen auch Hunde. Mit einem Schutz, dass nicht alles rausfällt. Innen drin ist auch nochmal eine Tasche. Und ich habe auch einen Karabiner drin, dass ich meinen Schlüssel drin befestigen kann. Ist recht klein, aber reicht für das, was man so mitnehmen muss. Ne? Portemonnaie, Handy, Mundschutz. Das, was man im Moment halt dabei haben muss. Und ja, was habe ich an diesem Rucksack? Also es ist für mich, wie gesagt, es ist für mich immer eine große Herausforderung, etwas nach einer Anleitung zu arbeiten. Ja, also es war knifflig, aber ich habe einiges Neues gelernt. Ich habe gelernt, wie man eben diese verdeckten Taschen arbeitet. Also ich habe das schon mal gemacht. Hat aber nicht gut funktioniert, aber diesmal habe ich es nach der Anleitung sehr, sehr gut hingekriegt. Und das ist also schön, dass diese 2 Taschen sich innen drin so überlappen, also ganz, ganz raffiniert. Auch die Geheimtasche, die geht halt so nach oben, ganz tolle Sache. Und was ich noch gelernt habe, also da bin ich ja fast verzweifelt. Es hieß in der Materialliste, wir sollen einen Endlosreißverschluss mit Zipper. Ich war ganz stolz, dass ich in der Näharena in Bühl endlos Reißverschluss bekommen habe, wo die Zipper schon drin sind, weil ich mir gedacht habe, oh super, da spare ich mir dieses knifflige Einfädeln, was ich nämlich noch nie gemacht habe und wo ich dachte, das ist schwierig, das geht fast gar nicht. Einmal Reißverschluss raus, einmal Zipper raus, geht nie wieder rein. Ja, ich weiß theoretisch, dass es geht, aber ich dachte, es wäre sehr, sehr, sehr knifflig. Dieser Reißverschluss wird so eingenäht, also dass man nur eine Bahn einnäht, die sich eben, die geht von da unten,
da oben wendet es und da, also nur eine Bahn. Also es ging nicht, dass ich den Zipper drin ließ. Ich musste tatsächlich diesen Zipper rausmachen und es hat mich ganz viel Überwindung gekostet. Das war nicht einfach für mich. Aber ich habe es dann tatsächlich hingekriegt. Und mit einem YouTube-Video habe ich auch ganz leicht diesen Zipper tatsächlich wieder einfädeln können. Und das ging mit der Gabel, das ging so einfach, dass ich wirklich gedacht habe mal wieder, warum machen da eigentlich alle so einen Wind drüber? Also das ging wirklich, ich habe es beim allerersten Versuch hingekriegt. Und jetzt habe ich einen wunderschönen Hunderucksack, klein, aber mein. Und ich freue mich sehr darüber. Das ist das, was ich genäht habe. Dann muss ich euch, das habe ich beim letzten Mal euch völlig unterschlagen, ein Jahresprojekt. Ich oute mich jetzt als English Paper Piecing süchtig, Hexi süchtig. Ich liebe English Paper Piecing, ich liebe von Hand nähen, ich hätte das früher nie gedacht. Und es gibt von Country Rose Quilts, das ist ein Blog, ein österreichischer Blog, gibt es ein Jahresprojekt, nennt sich Miss Dottie Bomb, wobei Bomb für Block of Months steht. Es kommt jeden Monat ein Teil raus, eine neue Ergänzung. Und das sehr Schöne bei diesem Projekt ist, dass man eben sich entscheiden kann, wie groß man die Hexis machen möchte. Und im ersten Teil von diesem Miss Dottie Bomb ist dann auch die Auflistung, wie groß die Decke im Endeffekt wird, je nachdem, wie groß die Hexis sind. Und meine Hexis sind 15 mm, also 1,5 cm Kantenlänge. Und meine Decke wird ungefähr, ja, so circa 85 x 1,5 m werden. Und wir sind jetzt seit dem August-Teil, Juli-August-Teil, war es der erste Teil, wo es nicht mehr komplett rundherum symmetrisch ging, sondern wo wir jetzt, also die Breite ist jetzt erreicht und jetzt geht es nur noch nach oben und unten. Ich zeige euch jetzt meine Miss Dottie. Tada! Der September ist noch nicht dran genäht. Da zeige ich euch das erste Teil, was fertig ist, was aber noch nicht angenäht ist. Also das ist wunderbar so geplant, dass man immer solche Inseln aus Hexis zusammennäht und die dann an die große Decke annäht, so dass man also nicht permanent die große Decke in der Hand hat. Aber jetzt kommt, Achtung, ich gehe mal ein bisschen zurück, dass ihr es seht. Das ist nicht ein Traum? Wunderschön, oder? Und ich könnte mal näher gucken. Ihr seht also, das ist alles aus einzelnen kleinen Hexis zusammengenäht. Und ich zeige es mal näher. Warte mal, oh nee, das ist nicht so gut. Ich habe ja teilweise da auch Schmetterlinge. Und guckt mal hier zum Beispiel, also da achte ich dann auch auf die Schmetterlinge, dass die einzeln, das nennt sich ja Fuzzy Cutting, dass die einzeln auf dem Hexi drauf sind und dann auch in die richtige Richtung fliegen. Und hier zum Beispiel habe ich den gleichen, das ist derselbe Stoff wie der Schmetterlinge, aber wie die, mit den Schmetterlingen, aber da habe ich halt nur diese Flöckchen ausgeschnitten. Und was ich sehr witzig finde, also dieses Projekt heißt ja Miss Dottie, weil es geht um diese dunklen Punkte, da, die sich immer wiederholen, die auch alle eine Farbe haben. Und ich fand das sehr witzig, eben auch gepunkteten Stoff. So wie bei dem roten, seht ihr das? Und der graue hat so, da der graue hat so blaue Punkte und das ist Punkte und da kommt nochmal der rote gepunktet. Also ich finde das bei der Miss Dottie sehr witzig, dann auch noch gepunktete Stoffe teilweise zu verwenden. Ja, das ist jetzt ein Teil, ein von dem September-Teil. Und ich kann euch mal kurz zeigen, die kommen hier oben. Das sind nur insgesamt 4 Teile. Ich mache das mal so und die kommen dann dahin. So, da kommen die hin.
So geht es weiter und so wiederholt sich dieses Blau. Ja, ist ein wunderbares Projekt und was aus der Decke, ich denke, da wird ein Wandquilt raus, vielleicht auch eine Decke, so eine Kniedecke oder so. Mal gucken, aber es ist wunderschön, es ist wirklich ein Jahresprojekt und diese Größe, ich bin also froh, dass ich keine größeren Hexis verwendet habe, weil dann würde es echt eng werden. Das beschäftigt einen wirklich den ganzen Monat. Also da bin ich, ist man immer, immer wieder dran, das zusammenzunehmen. Aber es macht unglaublich viel Spaß. Hexis zusammennähen ist sowieso eine ganz tolle Sache. Ja, das ist das, was ich euch zeigen wollte. Was ich noch sagen wollte, was ich anhabe. Ein Shirt mit Wasserfallkragen. Das war eins der ersten T-Shirts, die ich mir selber genäht habe. Schnittmuster abgenommen, also für das mit den Ärmeln und so weiter abgenommen von einem vorhandenen T-Shirt. Und aber diesen Wasserfallkragen, das habe ich mir eben bei einer Bekannten beim Wasserfall-Shirt so ein bisschen abgeguckt. Das habe ich mir ganz lange angeguckt, das T-Shirt, und überlegt, wie man das zuschneidet. Und habe das dann so auf gut Glück gemacht. Und ich muss ehrlich sagen, ich bin zufrieden. Und das ist ein Material, das ist ein Stoff von Butinette. Ein Strukturjersey, wobei ich glaube aber, dass das so vom Gefühl her ist es nicht 100% Baumwolle. Also es fühlt sich schon so ein bisschen an, als wenn ein bisschen Polyzeug drin ist, weil man schwitzt sehr stark drin. Aber guck mal, es ist von der Struktur sehr schön, zur Struktur, und es fällt einfach schön, ne? Also es fällt schön, trage ich sehr gerne. Mag so. Also ich bin sonst nicht so für so, wie gesagt, für Schnickschnack an Kleidung und so, aber irgendwie Wasserfallkragen mag ich total gerne. Das gefällt mir. Ja, damit sind wir jetzt eigentlich durch. Ich wollte euch jetzt noch zwei Tücher zeigen, die ich schon länger fertig habe, die ich selber, die sind gehäkelt alle beide. Weil wir haben ja heute noch gar nichts Gehäkeltes. Jetzt zeige ich euch. Ich habe auch seit dem letzten Mal gar nicht gehäkelt. Irgendwie war das Stricken, warum das Stricken jetzt vorrangig war, das werde ich euch auch gleich noch erzählen. Jetzt zeige ich euch die gehäkelten Tücher. Das erste, ja, also wer Tücher häkelt, kommt daran ja natürlich gar nicht vorbei. Ein Virustuch. Schaut mal da. Weiter zurück. Oh, es ist riesengroß. Es ist wirklich ein Schultertuch. Es ist wunderschön. Selbst gefärbt. Das ist Sockenwolle von Supergarne kommen. Und zwar die mit Bambus. Fein Bambu heißt die, glaube ich. Selbst gefärbt. Und zwar einmal dieses Blau mit Grau gefärbt, dann Violett mit Grau gefärbt und Türkis mit Grau. Also das waren drei Knäule, 300 Gramm, drei Stränge, die ich gefärbt habe. Und es ist einfach wunderschön geworden. Also ich liebe dieses Tuch sehr. Es ist super weich und kuschelig, sehr schön warm. Und es hat viel Spaß gemacht, also mit dieser Wolle, mit diesem Garn zu häkeln, das war sehr gut. Virustuch, ich glaube, das ist eine kostenlose Anleitung, findet man an diversen Stellen. Also wenn man da googelt Virustuch, kommt man da auf jeden Fall hin. War das allererste Mal, dass ich nach einer Strickschrift gehäkelt habe, aber ich glaube, nach den ersten drei Mustersätzen brauchte ich da gar nicht mehr reingucken, hatte ich das einfach drin. Das ist mein Virustuch. Einfach nur schön. Also ich mag auch diese Farbzusammenstellung, einfach dieses Blau und Türkis und Lila und das Ganze mit dem Grau ist einfach ein Träumchen. Das ist das eine. Das andere Tuch, ebenfalls aus selbstgefärbter Wolle, und zwar aus dem Merino Cotton Silk von Supergarne. Das habe ich ebenfalls gehäkelt, und zwar in der, ich zeige euch das mal, das ist deutlich kleiner, aber reicht wirklich so gerade so als Halstuch. Man hat nicht viel Gedöns, aber es ist sehr dicht.
das ist gehäkelt in der Corner-to-Corner-Technik. Das ist ein tolles Häkelmuster. Das sind nur Luftmaschen und Stäbchen. Das häkelt sich einfach so weg. Natürlich alles mit Hundehaaren hier. Das häkelt sich einfach so schnell weg. Das Einzige, was ich bei dieser Corner-to-Corner-Technik ehrlich gesagt nicht hinkriege, und dafür ist natürlich ein Dreiecktuch ideal, ich kriege das zurück nicht wieder hin. Also hier habe ich natürlich an der Spitze angefangen und habe in jeder Reihe jede Reihe wurde länger, also ich musste immer nur zunehmen, immer nur an jeder Seite so einen Corner dran häkeln. Ich habe es jetzt schon mehrfach versucht, mir ganz oft Videos angeguckt. Dieses, wo man dann wieder reduziert, damit man irgendwann ein Quadrat hinkriegt, das kriege ich noch nicht hin. Also da muss ich wirklich mir noch 10-mal das Video angucken, damit ich das endlich kapiere. Das schaffe ich nicht. Aber ich mag das total gerne. Es ist ein bisschen schade, dass einfach nur 2 weiße Streifen drin sind. Das waren 200 Gramm, genau. Nein, genau, ich hatte die 2 Stränge, also 200 Gramm von dem Garn, hatte ich auf 4 Knäule, also ich habe 4 50 Gramm Knäule gefärbt. Und zwar habe ich das tatsächlich im Knäuel gefärbt, also lockeres Knäuel gewickelt und dann gefärbt mit Blau, so dass also innen drin ein bisschen Weiß übrig blieb. Die Farbe ist nicht ganz bis innen rein. Und so wurde das halt grau-weiß. Und was mir an dieser Farbe so gut gefällt, ist, dass das wirklich so ein Jeansblau geworden ist. Passt von daher einfach zu allem. Gut, und es hat halt jetzt diese 2 weißen Streifen drin. Ist einfach so, ist Stonewash Jeans, oder wie sagt man, ne? Sehr angenehm am Hals. Wie gesagt, von der Größe her genau so, dass es ist und aufgrund der Häkeltechnik sehr schön dicht. Mit was für einer Nadelstärke ich es gehäkelt habe, weiß ich jetzt nicht mehr. Aber schön. So, das ist das, was ich euch heute zeigen wollte. Und jetzt zu dem, warum das Stricken momentan ein bisschen in Vorrang ist. Ich habe leider gerade die Aussicht auf eine Schulteroperation. Wann ich operiert werde, weiß ich nicht, muss erst ein MRT gemacht werden und so weiter. Aber es steht jetzt fest, dass meine Schulter operiert werden muss. Ich habe das Impingement-Syndrom, also Schulterdach ist zu flach und dadurch ist die Sehne gequetscht und mittlerweile ist die Sehne möglicherweise sogar gerissen. Das wird sich beim MRT rausstellen. Und es ist natürlich so, dass ich nach der Operation dann erstmal eine Weile wohl nicht stricken und häkeln kann. Und überhaupt alles erstmal nur einhändig machen kann oder sehr eingeschränkt mit beiden Händen. Von daher versuche ich, meine Strickprojekte jetzt erstmal fertig zu kriegen, also das, was angestrickt ist. Ich versuche beim Nähen alles, was irgendwie mit Tauschaktionen zu tun hat, jetzt vorrangig fertig zu kriegen, damit ich das alles fertig habe, weil ich nicht weiß, wie gesagt, ich habe noch keinen Termin für die OP und ich weiß nicht, wann ich danach wieder nähen kann. Sammle jetzt für mich momentan auch schon Ideen, was ich machen kann, eben einhändig. Also ich werde definitiv meine Stoffreste sortieren. Ich bin am Überlegen, ob ich mit Nadelfilzen anfange, weil das ist sowieso eine Technik, die mich schon länger interessiert. Und ich glaube, da muss ich mit der linken Hand ja nur so ein bisschen vielleicht abstützen, dass mir das Teil nicht wegrutscht. Aber die Hauptarbeit mache ich ja dann mit der rechten Hand. Da bin ich am drüber nachdenken. Was habe ich noch vor? Ich werde mit dem Brandmalkolben wieder ein bisschen arbeiten. Auch das geht mit der rechten Hand. Ich werde vielleicht mit Acrylfarben irgendwelche Sachen anmalen. Ich habe ein paar Holzteile, die ich anmalen will. Ich habe Styropor-Sachen, die ich gerne anmalen möchte mit Acrylfarben. Bilder für an die Wand wahrscheinlich eher nicht. Aber vielleicht male ich auch ein Bild für an die Wand. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich habe noch ein Puzzle, ich habe so Harry Potter
Häuser von der Winkelgasse, die aus Pappe zusammengebaut werden, also quasi so eine Art 3D-Puzzle. Die habe ich von meiner Cousine zum Geburtstag geschenkt bekommen. Die warten noch darauf, zusammengebaut zu werden. Ich denke, das ist etwas, was ich tun werde. Also ihr seht, multikreativ, Langeweile kenne ich nicht, gibt es bei mir nicht. Und auch wenn ich eingeschränkt sein werde und nur eine Hand benutzen kann, könnt ihr ganz sicher sein, dass ich in irgendeiner Form kreativ sein werde und mich beschäftigen werde und mit Sicherheit nicht nur auf der Couch hocken werde und Fernsehen gucken. Aber ich muss es halt jetzt alles so ein bisschen planen. Und deshalb eben, ich habe letzte Folge noch gesagt, wenn ich 100 Projekte, Strickprojekte annadeln will, dann kann ich das auch machen. Im Moment wird jetzt erstmal nichts Neues angenadelt, weil ich wirklich erstmal die Sachen fertig kriegen will, die in Arbeit sind. Und ja, dann schauen wir mal, wie das weitergeht. Auf jeden Fall, ja, da muss man durch. Alternative wäre, die Schmerzen den Rest meines Lebens auszuhalten. Das will ich nicht. Es ist ja was zu machen. Wenn das jetzt Arthrose wäre oder sowas, müsste ich es aushalten. Aber es ist ja etwas, was repariert werden kann. Also, lassen wir es mal reparieren. Und dann hoffe ich mal, dass es dann alles besser wird. Und dass ich dann... Also interessanterweise beim Stricken direkt tut die Schulter nicht weh. Also die tut bei vielen anderen Dingen weh, aber beim Stricken direkt tut sie mir nicht weh. Insofern stricke ich jetzt halt im Moment recht viel. Ja, das war's für heute. Und ich hoffe, es war einigermaßen interessant. Und nächstes Mal kann ich euch hoffentlich die grüne Strickjacke komplett fertig zeigen. Und vielleicht ist dann an der Miss Dotti schon ein bisschen was weitergegangen. Und das eine oder andere Projekt, was ich sonst noch mache. Die Wellenreitersocken sind das nächste, was fertig werden soll auch. Die möchte ich gerne fertig haben. Ja, dann sage ich tschüss, bis zum nächsten Mal. Bleibt kreativ. Und ja, wie mein Papi immer sagte, Kopf hoch, wenn der Hals auch dreckig ist. Es geht weiter, alles wird gut. Ciao.